Wir stellen hier das Projekt einer USB-Taschenlampe vor, mit der wir im Unterricht die verschiedensten Fächer ansprechen können, die verschiedensten Bereiche miteinander kombinieren können und dass damit auch die Schüler hochmotiviert an die Arbeit gehen können. Das Problem in der Schule ist ja immer, dass die Schüler eigentlich nur Projekte machen, die der Lehrer möchte. Und wir sagen einfach, wir machen ein Projekt mit vielen Lehrern zusammen in der Kombination verschiedenster Möglichkeiten in der Informatik, in der Technik, in der Mathematik. Alles ist machbar, keines ist Muss. Und diese Kombination, das wirkt sich bei den Schülern positiv aus, auch in der Motivation. Also wir hatten auch ein Projekt uns überlegt gehabt, beziehungsweise auch gesucht, wo die Schüler etwas mitnehmen können, wo die Schüler etwas bauen können, was sie dann später auch praktisch zu Hause anwenden können. Und da ist uns eben diese USB-Kondensator-Taschenlampe eingefallen. Und da kann man eben verschiedene Unterrichtsfächer, Mathematik, Physik, Informatik miteinander verknüpfen. Die Kombination der verschiedensten Bereiche wie Mathematik, Physik, Informatik, Sprachen oder auch Technik finden die Schüler einfach packend, indem sie auch feststellen, dass alle Lehrer an einem Projekt arbeiten und dass nicht viele Lehrer ihr eigenes Projekt arbeiten. Und das ist einfach eine feine Sache und da sind die hochmotiviert dran. Warum ist das Projekt wichtig für in Zukunft? Weil in Zukunft immer weiter die verschiedenen Disziplinen verschmelzen werden. Das heißt, die Elektrotechnik und die Informatik werden immer weiter verzahnt werden. Wir brauchen in Zukunft Fachkräfte, die beides beherrschen. Und ich denke, diese USB-Kondensator-Taschenlampe ist genau der richtige Ansatz dafür.